Schweiz. Ich habe etwas in der IT-Branche gesucht, weil ich tagtäglich am Computer sitze, oder? Viel auch in der Sekundarschule, viel mit Hausaufgaben dran erledigt haben. Informatik hat mich immer schon interessiert. Früher habe ich immer schon am Computer gearbeitet. In erster Linie habe ich gamed, Hausaufgaben dran erledigt. Dann habe ich in Samada eine Bewerbung abgeschickt und da hin, ins AO-Zentrum, und habe von beiden ein Angebot gekriegt und habe mich dann später für das AO-Zentrum entschieden. Die Lehre hier im AO-Zentrum ist attraktiver als in Samada. Für die Zukunft her gesehen, habe ich hier bessere Möglichkeiten als in Samada. Zuerst haben wir einen Rundgang durch das ganze Haus gemacht, haben alle Leute mal kennengelernt. Und dann haben wir ein bisschen angefangen, hat er alles gezeigt, was im Support jetzt gemacht wird, wie mit den Kunden umgehen sollte. Die IT-Abteilung der AO Foundation umfasst 15 Leute. Und zwei von denen sind meistens in Dübendorf und schauen, dass computertechnisch alles funktioniert. Nach der vierjährigen Lehre stehen mir eigentlich alle Tore offen. Ich kann BMS machen, wenn ich die bestand, kann ich auf Zürich in die Universität und dort spezialisiert noch was weiter lernen. Die Arbeitszeit in meiner Lehre lohnt, dass ich meine Hobbys noch machen kann ohne Probleme. Meine Hobbys sind Fußball spielen, Velofahren, ab und zu schwimmen. Bis vor zwei Jahren bin ich noch im Fußballclub in Samnaun. Momentan spiele ich nur noch Fußball in der Freizeit mit Kollegen. Ich liebe Torschüsse und das Publikum sicherlich auch, vor allem wenn sie uns motivieren. Das Schöne bei der AO ist, dass sie recht viel Geld investieren. Wir haben immer neue Sachen, neue PCs, neue Monitore. Es macht recht viel Spass. Also schon früher in der Schule war ich einer der Besten im Informatikbereich. Und darum hat es sich auch angeboten, eine Lehrstelle zu suchen und zu finden in diesem Bereich.